Ja, hallo, hier ist Christian Hemschemeyer, Paartherapeut, Beziehungscoach in Hamburg und diesmal Videoblog rund um die Themen Dating, Beziehung und Liebe. Ja, heute haben wir mal ein spannendes Thema. Also erstmal noch kurz vorab, ja, es gibt immer noch die Liebeship-Extremwoche. 20% auf all meine Kurse oder fast alle, wenn du Liebeship 20 groß geschrieben bei der Buchung eingibst. Thema heute wird sein, ja, andere Menschen sein lassen, wie sie sind. Also halte ich für ein super wichtiges Thema, weil wir haben ja häufig im Pluspol dieses Problem, dass wir versuchen, andere Menschen ja, zu verändern, zu bearbeiten oder auch diese Empörung, wie können die so sein, wie kann man so sein, wie kann man so lügen, wie kann man so manipulativ sein, wie kann man dies sein, wie kann man jenes sein. Und das ist, aber auch im Pluspol ist es Ego. Also auch wenn einem das nicht gefällt, weil jeder, also wir leben hier auf einer Welt, wo es freien Willen gibt. Also jeder kann hier im Grunde genommen machen, was er will. Und es hat natürlich Konsequenzen. Also wenn ich jetzt hier rumgehe und weiß ich nicht, zerkratze jedem das Auto oder keine Ahnung. whatever, dann hat es natürlich Konsequenzen, ne? Oder ich weiß ich nicht, pinkel in die, keine Ahnung, jemand in die Wohnung, dann lädt er mich nicht mehr ein. Oder also natürlich hat alles Konsequenzen, ne? Das ist jetzt gar nicht die Sache. Aber jeder kommt hierher und ja, macht das, was er macht, irgendwie, ne? Und also diese Souveränität, sag ich mal, haben wir alle so, ne? Und wenn du jetzt auf den Menschen, jetzt lass mal ruhig mal auch mal dieses, was jetzt vielleicht gegen das Gesetz geht, also lass mal außen vor, aber wenn du jetzt auf einen Menschen triffst, der ja nicht ehrlich ist, manipuliert, dir, weiß ich nicht, Sachen sagt, die wehtun und so, dann ist das seine Wahl. Also das ist seine Wahl, und also auf irgendeine Art hat er auch ein Recht dazu, seine Wahl zu treffen, beziehungsweise das kann einem auch keiner nehmen, so, ne? Die Wahl zu treffen, sich so zu verhalten, wie er sich verhält. So, wenn du jetzt daherkommst und sagst, ja, aber ich will mit dir zusammen sein und bitteschön, kannst du dich jetzt mal anders verhalten oder kannst bitteschön mal Therapie machen oder ich weiß nicht was, das ist eigentlich schon der völlig falsche Ansatz. Selbst so ein Ansatz wie was für ein Label packe ich da drauf, ist eigentlich wenig hilfreich, weil also jeder Mensch trifft halt seine Wahl, ne? Jetzt denkst du vielleicht, der trifft die falsche Wahl, aber steht dir das zu wirklich, ne? Also die einzige Verfügungsgewalt, die du hast, ist zu gucken, ob du für dich die richtige Wahl triffst. Und wenn du mit einem Menschen zusammen bist, wo, dem du eigentlich nicht zusammenpasst, weil selbst, also wenn der Sachen sagt, die dir wehtun, also in letzter Konsequenz tut niemand was zu irgendjemand, ne? Also wenn dir irgendwas wehtut, dann bist du einfach mit einem Menschen, der Dinge tut, die deinen Schmerzkörper anträgern. Gut, also letztlich lässt sich das nicht vermeiden, aber jemand, der das ständig macht, immer wieder tut's weh. Also jemand, der deinen Schmerzkörper anträgert, dich aus der Mitte bringt. Und ja, das sind deine Gefühle, ne? Das ist der andere letztlich nicht für zuständig, ne? Also das sind deine Gefühle und du bist dafür zuständig, dich so zu navigieren durch diese Welt, dass es halt für dich passt. Und wenn jemand Sachen macht, die für dich nicht passen, dann kannst du eigentlich nicht dahergehen und kannst sagen, ja, kannst du bitte schon Therapie machen, kannst dich ändern, weil vielleicht will er das gar nicht. Oder in aller Regel, sonst hätte er schon längst gemacht, womöglich, ne? Sondern du kannst nur sagen, ja, so ich respektiere, du hast eine Souveränität, ich habe auch eine Souveränität über mich, also und wenn ich meine Souveränität über mich nutzen will, ja, muss ich mich jetzt fragen, wo bin ich eigentlich noch hier, wenn mir es nicht gut tut, so, ne? Und das ist eigentlich die einzig relevante Frage, die dann zu stellen ist, warum bin ich noch hier? Warum? Warum? Und das ist mir so gerade in den letzten Mails, die ich vorgelesen habe, immer wieder aufgefallen,
Ja, warum ist der andere so? Warum macht er das? Warum hat er mich schon wieder angelogen? Da können wir auch überlegen, warum ist die Biene gelb-schwarz gestreift? Ich weiß es nicht. Die ist halt so. Die ist so. Also, warum ist Ego? Also das Ego fragt immer, warum, wieso, kann ich das verstehen? Wieso ist das so? Aber letztlich bringt einen das nicht wirklich weiter, weil jetzt, dann kannst du vielleicht sagen, ja, der hat einen bösen Vater gehabt, der Vater hat getrunken. Ja, aber anderen Menschen trinken auch die Väter und trotzdem kommt was anderes bei raus. Also es bringt dann alles nicht weiter und auch diese ganze Idee, wenn man immer als Partner ändern muss, damit man mit dir zusammen sein kann, das ist auch echt das krasse Ego des Pluspols. Und ich scheue mich ja immer ein bisschen davor, weil ich möchte diese Begriffe nicht vermengen, so, ne? Aber das ist auch, denke ich, was manche so Konarzismus nennen. Also nicht, dass jetzt meistens reagiert dann doch schon nur einer narzisstisch, aber erstmal haben wir das, wir haben das ganze Spektrum in uns, jeder kann alles Mögliche aus sich rausholen, aber selbst das, wenn wir das mal außen vor lassen, ist dieses, man könnte jetzt diesen Teil in einen, der partout an einer bestimmten Beziehung festhalten will, weil man irgendwie meint, das ist der Einzige oder er hat so einen tollen Status oder der hat bestimmte Attribute, die ich unbedingt haben will, könnte man jetzt auch labeln als ja, so einen konarzisstischen Anteil. Wie gesagt, ich möchte das jetzt gar nicht so einführen auf meinem Kanal, aber nur weil es manchmal fällt, so. Also dieser, ich nenne es eigentlich lieber Ego, ne? Dieser, ich will sowieso ein bisschen weg von diesen Begriffen, ne? Also dieser Ego-Anteil hält euch dann drin, der ist partout will, dass der andere sich ändert und Therapie macht und ich weiß nicht was, ne? Und der trifft natürlich auf das Ego des, sagen wir es mal, Minuspols, der natürlich auch partout sein Ding durchziehen will. Ne? Er sagt so, ich möchte dich aber als Tankstelle haben, verdammt nochmal, ne? So, und ich will, dass du genauso so funktionierst, wie ich es will, nach meinem Ego, ne? Und dann clashen diese beiden Egos aufeinander, ne? Aber da kann man nur sagen, ja, danke für die. Schön, dass ich daran lernen kann und wenn es jetzt einigermaßen gesunde Beziehung ist, kann man ja auch weiter gucken, ne? Kann man, okay, wie gehen wir jetzt zusammen weiter, aber wenn das halt so eine toxische Beziehung ist, dann ist es eben total einseitig, ne? Und also nochmal, niemand von uns muss emotionalen Missbrauch erfahren, nur auch das, also dass jemand sich missbräuchlich verhält, auch das ist eine Wahlmöglichkeit, die jemand treffen kann, wo er jemand die bringt den nicht davon weg. Es sei denn, er bringt sich selber davon weg, ne? Also wirklich, das ist mir wirklich in den letzten E-Mails einfach so krass nochmal aufgefallen. Es ist immer wieder, warum, wieso, kann er nicht Therapie machen? Wie kann er so sein? Wie kann sie so sein? Ich will das nicht akzeptieren. Das bringt euch, das ist alles Ego. Schiebt euer Ego so ein bisschen nach hinten. Lasst das alles mal ein bisschen mehr los, diese ganzen Ängste, dieses haben wollen, durchsetzen wollen, ändern wollen. Lasst das mal alles los und guckt mal, was dann passiert. In diesem Sinne, wir werden uns bald wiedersehen.